Gertrud von Lefort, die magdeburgische Hochzeit. Unterdessen war nun aber Williges Alemann wirklich zurückgekehrt. Ich bin eine magdeburgische Patrizierin und habe meine Gründe, hier zu gehen, die dich gar nichts kümmern. Und welch ein Recht hat die schöne Jungfer, hier allein und schutzlos in der Nacht zu gehen? Sie hatten doch alle Weib und Kind, und in einer so schönen, fröhlichen Stadt wie Magdeburg will doch niemand sterben. Der Bursche blickte ihn herausfordernd an. Was willst du denn jetzt alles? Erst Beute machen! Also hat die große Dame von Magdeburg endlich Farbe bekannt. Indessen brachen die regierenden Herren los. Aber wir sind doch hierzulande der Schlüssel aller Dinge. Wie kann denn Kaiserliche Majestät uns unser gutes Recht vorenthalten? Ich bin Engelke und morgen soll ich Hochzeit halten. Und dann kam die Jungfer Anna Gericke mit den kecken runden Augen. Da zapfte Agnete Brauns mit ihrem großen Mund auf. Und zuletzt kam noch die alte Frau Spitznase. Es kam nur die Jungfer Ilsabe Fricken, die morgen bei der Hochzeit die erste Brautjungfer abgeben sollte. Hatte Dr. Reinhard Barke, erster Prediger an der Hohen Domkirche des Erzstiftes, ein sonderliches Erlebnis. In dem spitzen Torbogen aber stand Dr. Barkes eigene, liebe Ehehälfte, eine kleine, behende Frau. Da hatte Gericke, der freundliche Gericke, ihm ein ganz bitterböses Wort erwidert. Herrn Williges Alemann aus Magdeburg! Ist da auch noch ein Weib im Spiel gewesen? Doch räumen und niederbrennen lassen, damit der Feind sich nicht... Williges Alemann wieder in der alten, wohlbekannten Ratsstube. Neben ihm der Trompeter mit der Leibstandarte des Generalissimus. Er kommt durch. Ihr sollt sehen, er kommt durch. Der Trompeter, der sich vor derselben nicht genau auskannte, fragte nach der Richtung des Ulrichstores. Möchte der Herr nicht auch einer der unseren werden? Fragte er gerade heraus. Wen habt ihr denn da mitgebracht? Hier ist doch das Haus der magdeburgischen Jungfrau. Da sah man draußen in der herbstlichen Sonne den weiten, hellen Marktplatz. Wer sagt euch denn, dass wir das Edikt annehmen müssen? Und dann müssen wir ja doch sterben. Und es graust uns doch so vor dem Tode. Doch, es gibt noch einen besseren Rat. Den Ambassadeur aus der Stadt weisen und dem schwedischen Feldhauptmann das Tor zu sperren. Der Herr Tilly will die schöne Stadt Magdeburg lebendig haben. Die beiden Grafen sagten zögernd, dass sie für ihre eigenen Regimenter einstünden. Die Exzellenz? Und wie es mit den anderen Regimentern sei? Ob sie auch für die Kroaten und die Spanier einstehen wollten, die sie hier im fremden Land dünkten? Und dann möchten sie auch einmal an die liederlichen Regimenter Conti und Savelli denken, die beim Nahen des Schweden in Pommern ihre eigenen Plätze angezündet hätten? Oder war das eben die Rede, die er für seine Exzellenz vorbereitet hat? Auf die warten wir hier doch schon alle seit Stunden! Herren, warum hat mich der Herzog von Friedland nicht anno 29 die Stadt nehmen lassen? Da täten wir uns heute leichter mit dem Schweden. Er hat doch auch von einer Mutter-Sohn gesprochen. Aber da rief einer zurück, immer noch ein wenig zaghaft: Wir haben uns nicht geirrt. Unser Vater Tilly wohnt im Hochzeitshaus am Marktplatz. Als dass man Magdeburg am Leben erhalten. Ja, es geht wieder los. Aber erst musst du Vater Tilly aufwarten. Wir warten auf den König. Hernach vor dem Bankett ein schönes Kreuz zu schlagen. Von Falkenberg habe um des Evangeliums willen Haus und Hof verlassen. Hier kommandiert der Generalissimus Krieg. Der schwedische Feldhauptmann steht vor dem Rathaus.